Hallo Leute, zu einem weiteren Video, das mit Weihnachten zu tun hat. Wie ihr seht, hier liegt ein auf dem Tisch. Ich habe hier die Anschrift weggemacht, ne, also aus Datenschutz und so. Das werdet ihr dann sehen. Das Paket ist von Mr. Goblin. Also er hat es mir zugeschickt. Ich danke ihm vielmals. Und jetzt muss ich das irgendwie aufmachen. Habe ich ein Messer. Ja, nicht das Blut verschmiert, dann nehme ich mal das hier. Ja, das ist richtig Messer hier. Wie mache ich das jetzt? Am besten ich stelle es mir hin. Wegzug hält auch nicht. So. Das ist schlecht. Seht ihr was? Ja, hier. Das Paket hier ist es drauf. Ja, ich mach's kurz auf und dann nehme ich die Kamera. Profi. Natürlich, hier seht ihr meinen Arbeitsplatz, ist super aufgeräumt. Wie dort hinten auch super aufgeräumt. Und ja. Machen wir das jetzt auf. Ich frage mich, was das ist. Das könnte schwierig Ja, Zeitung, die lesen wir gleich mal durch. Ein Zettel. Ich lese ihn vor. Hallo Dimitai, lies diesen Brief bitte laut vor. Das mache ich gerade. Und grüße meine Mama durch dieses Video. Hallo Alex, seine Mama. Ich grüße Sie und danke Ihnen, dass Sie das Paket verschicken. So, das war's. Ich hoffe, du hast mit den Grabber viel Spaß. Oh, das ist ein Videograbber. Oh, darauf war ich nicht schon. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch wünscht dir Alex. Schön, Smiley. Alex, aka Goblin, aka Gollum, aka Artie, dein Freund. Bild! So. Ja, das ist sehr schöne Kunst. Das stelle ich gleich mal hier aus. So, hier. Passt doch. Hänge ich gleich mal hier hin, hier. So Bazooka ausgeschnitten hier mit dieser Zackschere. Ich hol mal kurz. Warte mal kurz, ich hol mal hier. Ihr könnt aber den Ferrari angucken hier. Und meine ganze Sammlung hier. Sorry, ich musste kurz weglegen. So. Da sind wir wieder. Dann. Ja, das ist mein Aquarium. Ja, das ist doch schön hier, oder? Ich behalte es gleich mal. So. Also nochmal danke an Goblin aka, was steht hier? Danke an Alex aka, Goblin aka, Gollum aka, ATB aka. Also mein Freund, ne, nicht euer Freund. Und den Penis finde ich schön. Vor allen Dingen, warum diese Eier da unten Punkte haben, hat der Pickel oder so, richtig? So. Da ist es. Der Grabber, ja. Logilink. Wie man sieht, Aufnahmen bearbeiten von HiQ-Videodateien, ja, das ist immer Vista-Support. Ja, das lese ich euch vielleicht jetzt gleich vor. Der Logilink USB 2.0 Videoadapter mit Audio kann High-Quality-Videos und und Sounddateien direkt über die USB-2-Schnittstelle ohne Soundcutter digitalisieren. Der VG0001 bietet
bietet eine benutzerfreundliche Lösung mit einfacher Installation und ohne externe Stromversorgung. Beigefügt enthalten sie auch die professionelle Videobearbeitungssoftware Unlead Video Studio 8 SE DVD mit besten Editierfunktionen. Mit Video Studio macht das Bearbeiten ihrer Video genauso viel Spaß wie das Filmen. Der neue Video Studio Movie Wizard hilft Neulingen beim Erstellen und Präsentieren der Filme in nur 3 Schritten auf DVD. Ja, ihr seht das, den Text jetzt schlecht, weil ich so eine geile Kamera habe, die nur 2 Megapixel hat. Ja. Ich könnte auch die nehmen, aber die Batterien sind gerade weg. Der neue... Ah ne, das habe ich schon vorgelesen. High-Speed Rendering and Echtzeit-Performance heißt weniger Wartezeit und mehr Zeit für die Kreativität. Mit dem VG0001 können Sie auch viele Special Effects und Clips erstellen. Punkt, 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 etc. So. Ja, hier das lese ich auch mal vor, auf Spanisch hier erstmal. Ja, Spanisch, da steht's. Aber ich übersetze es euch. Nein, Scherz, hier das Deutsche. Spezifikation, das Gerät, ach, bla bla bla, das mache ich später. So. Also falls ihr jetzt eingeschlafen seid, könnt ihr jetzt wieder aufwachen. So, die Tageszeitung. EDK. Das hänge ich gleich auch mal hier rüben ran. Nein, nicht über das schöne Bild. So. Nein. EDK Zeitung lese ich später. Noch mehr EDK. Muss ich Schnaps kaufen oder warum ist das jetzt so? Ja. Boah, da fast fallen gelassen. Sieht aus wie real. Einmal hin, alles drin. Boah, gut. Noch mehr EDK. Bist ja richtiger EDK-Fan. Schon angeschrieben, egal. Scheint nichts drin zu sein, außer EDK-Zeitung. EDK. EDK? Nee, es geht nicht klar so. Also Leute, hier haben wir dieses Gerät. Ein schickes Gerät hier auch. Ja, fokussier mal von High Quality Videos und Audiodateien. Also nochmal, ich kann es nicht genug sagen, aber egal, ganz kurz Danke an Mr. Goblin. Und ja, das habt ihr jetzt gerade nicht gesehen, mein Monitor, da war da was bearbeitet. Ja, das Aufnahmegerät oder der Übeltäter, den ich dann bald aufnehmen werde, steht da unten. Mit ganz, ganz vielen Spielen, mit der Club und Dragon Ball und Dragon Ball und ja, das spiele ich nicht, aber egal. Und FIFA Street noch mehr Dragon Ball und Scheiße und geht ja Grand Theft Auto, nicht Grand Theft Auto, Gran Turismo. Und ja, Leute. Das schreibe ich in die Videobeschreibung hier, damit ihr nicht einschlaft. Okay. Das war's von mir, euer Demisai. Danke an Goblin. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Ciao. So, Leute, nachdem wir das geile Geschenk von Mr. Goblin aufgemacht haben, versuchen wir es anzuschließen und zu testen, werde ich dann irgendwann mal ein anderes Testvideo machen, weil jetzt habe ich nicht so viel Zeit. Ich will das erstmal anschließen und gucken, ob das alles richtig gemacht wird. Stellen wir unsere Kamera nochmal kurz hier hin, weil ich muss das Ding jetzt nochmal auspacken. So.
Ja, das ist schade jetzt um das Verpacken. Also, sie kommt natürlich so viel Mühe gemacht, das so schön zu verpacken, und da mache ich das jetzt kaputt und so. Ja, ich finde es nicht so schön aus, aber das ist der Videograber. Toll, ne? Und unsere Software hier. Puh! Unsere Software hier. Rückseite zeige ich nicht, da ist der Key drauf hier. Man kann schon hier. Da war der Key drauf. Egal. Werdet ihr so und so durch diese scheiß Qualität nicht sehen. Hier sehen wir eine nette Frau, die auch ein Videogabber gebraucht hat, damit sie Let's Plays aufnehmen kann. Ja, das ist ja übelst benutzerfreundlich. Ein sehr benutzerfreundliches Handbuch, wo man auch nicht so viel lesen muss. Nur vier Spezifikationen. Also, nee, sechse. Das ganze obere Dinge. Ja, das ist. Gucken wir uns dieses Thema an Forderungen, ob das mein PC überhaupt schafft hier. Oh, scheiße hier. Fast 600 MB. Freie Achso für dieses. Für diese Dingsbums da Key. Ich habe nur 599, also es ist schon mal scheiße. Was? Formatunterstützung 4 GB. Kann ich das nicht auf meinem USB-Stick installieren? Egal, nein, Schatz. Ja, das ist. Bei Software gucke ich so und so nie auf die Systemvoraussetzungen an. Was muss ich jetzt machen? Also muss ich meine PlayStation jetzt irgendwie hier ranrücken oder was? Ist ja toll. Das ist jetzt der Scheiß. Nee, ich finde irgendwann mal eine logische Lösung. Ich gucke mir doch li wirklich lieber die Gebrauchsanleitung an, bevor ich hier was falsch anschließe. So. Also kurze Pause, bis ich das Ganze durchgelesen habe. Bis gleich. So, Leute, kleine Zwischenupdate, also Nachrichten. Ich habe das Ding inzwischen installiert hier, seht ihr mal. Ja, Windows-Logo teste ich bestanden, ich habe drauf geschissen und ja, ihr seht es dann gleich, wenn ich dann raus irgendwie das angeschlossen habe, weil das nicht so ein langes Kabel hat. Bis gleich. So Leute, Zwischenupdates, ich habe es angeschlossen. Und, wer kann es kaum glauben, es geht. Ich habe es gerade ausgetestet. Das einzige Problem, was bei mir ist, bisher jetzt liegt, ist der Audio, das Audio, die Audio, der Audio. Ihr seht, ist alles richtig dran, und gucken wir mal erstmal bei Optionen hier. Aufnahmeoption. Audioaufnahme ist 3, das setzen wir erstmal gleich auf 30. Jetzt müssen wir wohl das Gerät dann starten. Nee. Und ja. Das werden wir sehen, wie das dann klappt. Vielleicht höre ich, muss ich ja noch nichts hören. Vielleicht muss ich dann wohl was hören. Ich mache mir erstmal das Ding breit. Nein, geht auch nicht. Verdammt. Machen wir erstmal Videoaufnahme hier. Ja. Ach so, gut. Wo war das? Dateien. Ja, okay. Machen wir 10 Sekunden Aufnahme und wo ist hier? Stoppen wir. Hier stoppen wir, genau.
Ja, jetzt fängt es an zu hängen. Egal, wir gucken mal nach hier. Ja, ganz viel Geblabber. Gucken wir. Ich kann nichts hören. Das ist schlimm. Das ist schlimm. Okay, Leute, ich werde hier noch ein bisschen knobeln. Also bis dann, Leute. So, Leute. Ich habe mich geirrt. Ja, hier ist gut. Er nimmt doch den Sound auf, aber bloß zu leise. Hoppla, ist ein bisschen laut. Ich glaube, ich starte erstmal ein Spiel, also was kommt. So, ganz spontan. Mit einer Klappe, 3 ausgewählt. So, ich drücke jetzt mal auf Videoaufnahme hier. Muss jetzt mal auf. So, die Mutter haben, nein, egal. So, wir sehen hier mit der 3 und hier mein Wireless Controller für PlayStation 2. Yeah! Wir überspringen das jetzt mal. Ich baue mir jetzt irgendwie auf hier. So. Puh, ne, da halte ich das so, glaube ich mal. Oder? Kann ich das nicht so? Ne, sieht scheiße aus, ist scheiße Idee. Ne, das ist jetzt die Testaufnahme. Ich muss noch mal gucken, wie ich da meine Stimme aufnehme. Kann ich nicht einfach mal meinen Controller hier umdrehen, hier so. Wo das ist, ja, das habt ihr nicht gesehen, den Namen. Scheißegal, mein Name halt. Falls ihr das gelesen habt, dann habt ihr, könnt ihr euch glücklich schätzen. Tokyo Challenge. Yeah, Tokyo. Ja, hier mein Auto ist geil ein und so. Ich will auch wirklich mal gucken, wie die Qualität ist. Weil AVI sieht jetzt gerade ein bisschen pixelig aus. Ich frage mich jetzt, wie ich mit einer Hand fahren soll, also. Also das ist jetzt noch nicht die richtige Testaufnahme. Die richtige Testaufnahme kommt dann, wenn ich das Video dann noch mit meiner Stimme aufnehme. Aber ich frage mich, wie ich das hinkriegen soll. So, das ist mein Skyline hier. Oh, ihr geil, ne? So. Ich fahre jetzt mal eine Runde. Ich cruise mal. Oh, ich kann es sogar mit einer Hand fahren. Okay, ich glaube. Pause, wir machen mal den Controller aus. Und jetzt ausgehen. Und stoppen die Aufnahme. Danach gucken wir, wie groß diese ist. Was? 2 Minuten? 3 GB? Da sehen wir, es ist ein Sound. Der Sound ist zwar scheiße, aber egal. Yeah. Jetzt muss ich da irgendwie noch meine Stimme reinkriegen. Ja, da habe ich mal weggedrückt hier, wie immer. Ja, das ist den richtigen Test, den sieht er noch später. Eigentlich 640 zu 480 ist die Qualität eigentlich schon ganz gut. Nur diese Scanlines, die sind hier sowas von scheißegal. Hauptsache, ich konnte von meiner Dings aufnehmen. Nochmal danke an Goblin, ey. Die Audioqualität. Echt, bitte. Aber hey, es ist USB. Ich glaube, das ist kein USB 2.0, was ich gerade reingesteckt habe. Das kann ich aber dann mal machen. Egal. Es passt schon. Müsst ihr halt mal damit leben. Natürlich nehme ich auch Vorschläge an zu den Spielen, was ich gerade dann mache. Ja, es ist ein bisschen langweilig. Also Leute, wir sehen uns dann bei der Testaufnahme. Yeah. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.